Hallo. Heute ist Montag, Pfingstmontag, der 20. Mai 24 und wir sind mit unserem Doppelzimmer unterwegs in den Norden. Nach Dänemark. Wir haben heute hier einen Zwischenstopp bei Basinghausen auf einem Feld von einem Bauernhof, im Stellplatz für heute Nacht gefunden und morgen fahren wir dann weiter Nach Richtung Röm nach Röm. in Dänemark, ja. Hier auf dem Platz haben wir auch schon mal gestanden vor. Letztes Jahr schon mal, ne? Ja, Wie wir in genau Ostsee letztes fahren. Jahr, als wir in Urlaub gefahren sind. Der bietet sich für uns, wenn wir aus der Eifel kommen, als Zwischenhalt im Norden einfach an. Ne? Da fahren wir sind gut drei Stunden, glaube ich, gefahren Ja, heute. dreieinhalb knapp. Ja, und da kann man hier schon mal eine schöne Nacht stehen und muss das ganze Stück nicht in einem durchfahren. Herzlich willkommen aus Dänemark, Hallo. wo wir gestern bei schönstem Sonnenschein angekommen sind. Ja, wir stehen auf dem Stellplatz Oasen auf Röm. Da sagen wir aber gleich noch was zu. Gestern die Anfahrt hatten wir ein bisschen Stau vor Hamburg, ne, am Elbtunnel. Da hat es schon mal eine halbe Stunde gekostet, ne? Ja, wegen Baustelle. Aber bei wirklich schönem Sonnenschein sind wir gestern gut hier angekommen. Wir haben heute auch schon mal die Insel erkundet mit dem Fahrrad. Eine wunderschöne Fahrradtour haben wir gemacht, circa 40 Kilometer. Und ich denke mal, nachdem wir uns belesen haben, dass wir, glaube ich, bis auf zwei, drei Punkte auch alles Sehenswerte Schon abgehandelt tatsächlich haben. gesehen haben, weil so groß ist die Insel ja auch nicht. Wir blenden euch von dieser Fahrradtour mal ein paar Impressionen ein. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ein kleiner Regenschauer hat uns auch erwischt auf der Fahrradtour, aber da haben wir schön in einer überdachten Hütte gesessen und konnten das gut aussitzen, ne? Durch Zufall waren wir genau im richtigen Moment am richtigen Platz. Ja, dieser Stellplatz Oasen, den zeigen wir euch jetzt mal nicht, weil da gibt es so viele Videos auf YouTube von. Da könnt ihr euch, wenn euch der interessiert, selber mal nachgucken. Also da müssen wir jetzt auch noch mal über den Platz laufen und alles erklären Ich hier. denke, du kannst es ja unten drin verlinken. Wir verlinken euch den Platz und ich denke mal, das ist sowieso die erste Anlaufstelle für sehr viele Wohnmobilisten, Oh die die ja. Nordseeküste hochfahren wollen. Ist das hier auf Röhm der erste Stellplatz. Also ein sehr großzügiger Platz. Also wir waren duschen heute richtig schön, alles groß.
groß, mit Sauna sogar. Und alles sehr sauber. Sehr sauber, ja. Der ist schon wirklich toll. Wie gesagt, wir verlinken euch den anschließend in der Videobeschreibung. Ja, das ist auch schon unsere letzte Nacht hier auf dem Platz. Und morgen fahren wir weiter. Nach Riebe? Wahrscheinlich nach Riebe. Kommt ein bisschen auf Wetter an. Wir haben da zwar geplant, aber wir gucken mal, vielleicht schlägt uns auch woanders hin. Hallo. Willkommen in Riebe. Wir haben es also tatsächlich gemacht und sind heute im Regen dann von unserem gestrigen Stellplatz aufs Röhm nach Riebe gefahren. Ja, hat die ganze Nacht geregnet und auch den ganzen Tag bis ungefähr 15 Uhr, ne? Ja. Und wir hatten das Glück, Rainer wird gleich noch mehr zu dem Platz erzählen, dass wir tatsächlich heute Mittag den letzten Platz bekommen haben. Ja, wir stehen hier sehr zentrumsnah auf einem, das ist eigentlich ein Parkplatz. Da sind aber, kann mit dem Wohnmobil aber 48 Stunden hier stehen. Hat zwar keinen Strom, aber Fähr- und Entsorgung ist da. Sieht aber nicht sehr ansehnlich aus. Auch das Toilettenhäuschen, man möchte lieber nicht drauf gehen. Deswegen das filmen wir auch nicht. Das ist kein schöner Anblick, sagen wir mal so. Aber für eine Nacht hier zu stehen. Für eine Nacht, ja, der Platz ist kostenlos. Und das ist das Besondere hier. Also zentrumsnah kostenlos zu stehen, das hat man ja eher selten. Und dadurch bedingt war es ganz nett anzusehen, wie die Wohnmobile heute auf diesem Platz gefahren sind und einer nach dem anderen wieder weggefahren ist, beziehungsweise haben gewartet, dass die PKWs wegfahren, weil die einige Stellplätze belegt haben. Ja, wir haben aber ein schönes Plätzchen. Wir haben den tatsächlich, wir sind hier reingefahren, sind auch erstmal rumgefahren, so groß ist der Platz ja nicht. Und dann haben wir tatsächlich den letzten freien Platz um diese Uhrzeit bekommen und stehen hier wirklich gut, gerade auch und wie gesagt, beides Moin hier und dann ist gut. Und das Schöne ist eben, dass man von hier aus fußläufig direkt in das kleine Städtchen gehen kann. Ist die älteste Stadt von Dänemark mit auch dem ältesten Hotel aus Dänemark. Also hier ist vieles das Älteste. Und für das Städtchen sich anzugucken, reicht ein Tag. Ja, das ist also dicke. Jetzt, wir hatten uns da auch ein bisschen mehr versprochen, ne? Ja. Wegen der ältesten Stadt in Dänemark. Aber wer sich natürlich ein Wikingerdorf anschauen will, das haben wir heute nicht geschafft, wegen dem Regen. Wir haben es also gerade von der Zeit geschafft, Riebe anzugucken. Wer sich aber natürlich ein Wikingerdorf anschauen will, der sollte schon am Abend vorher kommen und einen kompletten Tag für das Wikingerdorf plus Riebe einplanen. Das reicht dann auch. Das reicht dann aber auch, ja. Ja, wir sind eben, wie gesagt, in Riebe gewesen und zeigen euch mal ein paar Eindrücke. Und wir trinken dann mal gerade ein Schlückchen, ne? Ja. Prost, mein Schätzchen. Bis dahin, viel Spaß beim Zusehen. Bis dann. Tschüss. Thank you.
darf also hier 48 Stunden stehen. Und hier unten steht Camping verboten. Ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist, dass man keinen Tisch rausstellen kann, darf und keine Markise ausstellen. Aber dafür ist der Platz auch nicht groß genug. Ist also sehr zentrumsnah gelegen. Hat auch Ver- und Entsorgung. Und ist kostenlos. So, bevor wir weiterfahren, waren wir noch im Lidl. Ein bisschen einkaufen. Aber Vorräte auffrischen. Was hast du bezahlt? Ich habe bezahlt 375,33 Euro. Nee. Quatsch. 375,32 Kronen. Kronen ungefähr, ja. 50 Euro, ja. Und der Lachs 500 Gramm hat gekostet 15 Euro umgerechnet. Habe ich schon umgerechnet. Ja, der ist also wirklich, im Gegensatz zu bei uns, ist der teuer, ja. Wir sind gut am Weihersstrand angekommen und Rainer ist jetzt hinten im Anmeldehäuschen beim Check-in uns anmelden. Da kommt Rainer zurück mit dem großen Plan und von der Anmeldung. Da bin ich ja mal gespannt. Ihr Lieben, die Elke ist am Kochen. Ja, hallo. An unserem letzten Abend in Weyers Strandcamping. Ja. Hier sind wir seit Freitag, heute ist Sonntag und morgen fahren wir wieder weiter. Das ist ein ziemlich großer Platz hier, ne? Ja. Ja, ein wirklich sehr großer Platz. Ich meine, ich hätte hier lesen, irgendwas von 150 Plätzen. Zum Teil mit den. Sind mehr wie 150. Sind deutlich mehr wie 150. Mehr, ja. Ja. Also, wir haben hier den Platz 709. Die sind zwar nicht alle die 100 da durchnummeriert, aber nee, der ist schon deutlich größer. Ne? Ja. Was machst du denn da überhaupt? Wir machen Resteverwertung. Wir hatten gestern Pizza aus dem Nonna Aurelia und da ist noch von dem Teig übrig. Also mache ich jetzt noch was Käse gerieben und dann mache ich den Rest von dem Pizzateig noch. Und dann gibt es Brötchen mit Aufschnitt, noch ein paar Tomätchen. Also Resteverwertung. Wie zu Hause. Ja, nochmal zu dem Platz. Den verlinken wir euch natürlich auch noch zum Schluss oder beziehungsweise in der Videobeschreibung. Das ist ein Campingplatz, der in den Dünen gelegen ist. In den Stranddünen und sehr, ja, wie zerklüftet ist, ne? Ja, und sehr naturverbunden. Ja, ja, naturnah, wirklich sehr, ne? Naturverbunden. Die sanitären Gebäude absolut top. Sehr sauber. Im Haupthaus gibt also mehrere Sanitäreinrichtungen. Das Haupthaus hat sogar Fußbodenheizung und ist richtig warm. Die kleinere nicht, ist aber bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, auch nicht unbedingt erforderlich. Aber alles sauber und sehr gut in Schuss gehalten. Wenn man 200 Meter hier durch die Dünen geht, ist man dann auch am Strand. Und da kann man, wenn das Wetter entsprechend ist, ganz tolle Sonnenuntergänge beobachten. Ne? Ja. Das blenden wir euch jetzt mal ein. Da hatten wir am Freitagabend schon Glück und zeigen euch mal ein paar Bilder oder Eindrücke vom Strand beim Sonnenuntergang. Den Platz haben wir bezahlt, die Nacht 43 Euro, inklusive Strom, inklusive Duschen. Ja, alles, also ist alles inklusive, man muss also nichts mehr extra bezahlen. 43 Euro pro Nacht. Wir haben mal einen Schwenk über den Platz gemacht. Das zeigen wir euch jetzt mal. Man sieht aber hier auf diesem Video, was jetzt kommt, nicht alle Plätze. Thank you.
Die einzelnen Plätze sind sehr geräumig, extra für größere Wohnmobile, für kleinere, kann man dann sagen. Und dementsprechend bekommt man dann einen Platz zugewiesen. Die fragen auch, ob du nah beim Toilette stehen möchtest oder nicht. Also alles sehr freundlich. Extra Plätze gibt es auch noch für Zelter, also die mit dem Zelt anreisen und mit Kindern. Also wirklich alles top. Und alle Plätze sind nummeriert? Ah ja, und alle Plätze, das ist auch wichtig, die sind nummeriert. So, und hier kriegst du nochmal einen kleinen Überblick über das Sanitärhaus. Das ist eins der kleinen Sanitärhäuser. Das ist jetzt eine der Küchen. 3 Herdabteile, Backofen, Kühlschrank. Und auf der anderen Seite sind dann noch 3 Waschbecken. Weitere Waschbecken befinden sich dann noch im Außenbereich. Und wenn man dann weitergeht, kommt in der ersten Türe die Damentoiletten und Duschen. Hier sind die Toiletten, alles sauber und tipptopp mit separatem Waschbecken. Und direkt daneben sind dann die Duschen. Hier ist der Damenabteil. Hier vorne dann für die Anziehsachen ein Handtuch. Und hier ist dann die Dusche. Alles tipptopp und sauber. Direkt daneben gibt es dann noch kleine offene Toiletten für die Kinder. Und auch Kinder duschen. Und hier sind dann noch Wickelmöglichkeiten für die ganz Kleinen. Und wenn man an dem kleinen Sanitärhaus vorbeigeht, kommt man an den Herrentoiletten und Duschen vorbei. Und ganz am Ende ist dann noch die Einrichtung für die WC-Kassetten zu säubern. Jetzt haben wir ja schon fast unsere erste Woche rum. Ja. Und morgen geht es weiter in nördliche Richtung. Ja, morgen geht es zum nächsten Ziel. Mal gucken. Und da erzählen wir euch dann wieder mehr. Das war Teil 1 von unserem Dänemark-Video. Und nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich den zweiten Teil. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.